Wir beginnen den Gottesdienst in dieser heiligen Nacht. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade des menschgewordenen Gottessohnes, die Liebe Gottes, die in diesem Kind Hand und Fuß bekennt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, der uns stärkt und bewahrt, sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Zu Beginn dieses Gottesdienstes wollen wir diese Krippe segnen. Diese Krippe stellt uns augenscheinlich das Geheimnis dieser ganz besonderen Nacht vor Augen. Ein Stall, eine Scheune, so wie dieser Raum, in dem wir diesen Gottesdienst jetzt feiern. Eine Notherberge, denn an anderen Orten ist kein Platz für den Heiland, den König dieser Welt. Wir schauen auf diese Krippe. So will Gott Mensch werden, mitten unter uns. Auf die Liebe, auf die Fürsorge von Menschen angewiesen. Josef und Maria, die anbetend vor ihm knien. Verbunden mit seiner Schöpfung, den Tieren, Ochs und Esel, den Schafen, die in dieser heiligen Nacht weiden. Mit dem Engel, der eine frohe Botschaft verkündet. Gloria in excelsis Deo. Friede den Menschen auf Erden. So wollen wir diese Krippe jetzt segnen. Sie nimmt uns mit durch diese heilige Zeit. Sie ist Trost und Hoffnung, dass sich Gott nicht abwendet von uns in dieser schwierigen Zeit. Er ist in unserer Mitte, tröstend, bewahrend und segnend. Guter Gott, wir bitten um deinen Segen. Segne diese Krippe als sichtbares Zeichen der Weihnacht. Wir bitten dich für all die Menschen, jung und alt, die sich in diesen Tagen vor dieser Krippe versammeln werden. Ermutige sie im Glauben, stärke sie in der Hoffnung und lass sie hier das menschenfreundliche Antlitz unseres Herrn sehen. Das erbitten wir durch ihn, den wir jetzt erwarten, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich stehe an deiner Krippe hier. O Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Ich möchte gleich zu Beginn alle herzlich willkommen heißen, die hier musikalisch den Gottesdienst mitgestalten. Die wenigen Helfer, die alles bereitet haben,
dass wir hier an diesem besonderen Ort feiern dürfen. Und ich möchte Sie herzlich begrüßen, die Sie diesen Gottesdienst zu Hause in Ihrem Wohnzimmer verfolgen, an den Fernsehschirmen, in Ihren festlich geschmückten Häusern. Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir in dieser schwierigen Zeit auf diese Weise miteinander verbunden sind. Das tut gut. Das macht Mut und lässt Hoffnung in uns wachsen. Zu Beginn der Erstkommunionfeier, die wir ja bekanntlich auf dem Kirchplatz in Esbeck gefeiert haben mit den Kindern, habe ich zu Beginn den Teilnehmenden gesagt, ein ganz kurzer Moment der Stille. Erahnt einmal die Atmosphäre dieses Kirchplatzes, diese besondere Situation. Nehmt sie in euch auf und sprecht euch einander an. Das Gleiche möchte ich jetzt hier tun. In dieser Scheune, in dem Ort, der so authentisch von der Menschwerdung Jesu Christi erzählt, wie kaum ein anderer Ort. Nehmen wir diese wunderbare Atmosphäre, diesen Ort wahr. Lassen wir uns auf ihn wirken. Und spüren wir gerade hier dem Geheimnis dieser heiligen Nacht auf. Wir wollen uns zu Beginn an den wenden, der uns nah sein möchte. Wir brauchen in Zeiten wie diesen seine Nähe, sein Erbarmen. Eben darum lasst uns bitten. Herr Jesus Christus, du hast das Kind in der Krippe umseucht von liebenden Eltern. Haben wir Raum für dich? Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, so klein du auch bist, du bist der ersehnte Messias, der verheißene Retter. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, von dir wissen Engel Wunderbares zu sagen und Hirten erzählen es weiter. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige und gute Gott, erbarme sich unser, schenke uns die Freude dieser heiligen Nacht und erlass uns einst erfahren, was er uns verheißen hat. Und so dürfen wir uns verbinden mit all den Menschen auf dem weiten Erdenrund zu deinem Lobe. Lasset uns beten. Wunderbarer Gott, Ehre sei dir in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen deiner Gnade. Denn wir dürfen feiern, was wir in deinen Augen wert sind. Deine grenzenlose Liebe geht so weit, dass du uns in Jesus einer von uns wirst. Unser Menschenbruder, der wahre Mitmensch für alle, die jemals auf Erden leben. Lass uns ihm begegnen mit wachen Sinnen und offenem Herzen, damit wir aufs Neue begreifen, wie sehr du uns liebst und wie sehr du uns hineinziehen willst in deine alles verwandelnde Liebe. Lass uns erneut hören, was du selbst aus Engels- und Prophetenmund uns über deinen Messias sagt, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt in alle Ewigkeit.
Amen. Weihnachten feiern heißt, sich hineinfühlen in die Not und die Sehnsucht des Volkes Israel, die Verheißungen zu hören, die dem schwer geprüften Volk damals gegeben wurden. Wir hören die Worte der Lesung. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das der Finsternis ging, sah ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todes Schatten wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und der Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstapft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt wie ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schultern gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende. Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit, von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Es geschah aber in jenen Tagen, dass Augustus den Befehl erließ, den ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung war die erste. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen.
So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt. Denn er war aus dem Haus und Geschlechte Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und sie fürchteten sich sehr. Der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Christus, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Christen, zu Weihnachten gehören immer Bilder. Eines haben wir jetzt für Sie eingeblendet. Es handelt sich um ein sehr altes Bild aus dem 15. Jahrhundert. Es ist ein Original aus einer Buchmalerei aus Nordfrankreich. Lassen Sie sich mal auf dieses Bild ein, denn dieses Bild verliert sich nicht in Details. Von dem Stall ist kaum was zu sehen auf dem Bild. Auch weitere Figuren, Engel, Hirten fehlen komplett. Und vielmehr nimmt uns der Maler mit und er führt uns mit unserem Blick ganz nah an Maria, Josef und dem Kind. Eine bezaubernde Atmosphäre. Etwas ganz Stilles, Leises liegt über diesem Bild. Maria und Josef, aber auch Ochs und Esel sind gerade sehr beschäftigt, konzentriert, man könnte sagen, so ganz bei sich. Ja, man fürchtet fast, indem wir da hineinschauen, dass wir diese Stille, diese Idylle dort stören. Der Esel, schauen Sie mal genau hin, der stupst Josef ganz zärtlich am Kopf. Und schön, der Heiligenschein stört ihn offensichtlich nicht dabei. Und gleichzeitig schaut der Esel dann auf das Kind. Der Ochse vorne mit einer Glocke um den Hals. Auch er hat den Kopf erhoben und schaut auf Maria. Irgendetwas muss dieses Tier interessieren. Aber schauen Sie mal Maria. Die merkt das alles nicht. Denn Maria, die sitzt da leicht, den Kopf gesenkt, aufrecht, umhüllt durch eine schöne, wärmende Decke. Fast wie ein ausgebreiteter Mantel. Und sie trägt ein hellgelbes Gewand und hält ein Buch in der Hand. Sie liest, die Maria. Liebe Christen, das ist ungewöhnlich, diese Darstellung. In der Regel läuft es nämlich anders. Dann hat Maria zunächst einmal ein blaues Gewand als Himmelskönigin. Blau, die Farbe des Himmels. Und sonst hält Maria immer in allen Darstellungen das Kind in ihrem Arm und schaut voller Liebe und Achtsamkeit auf das Neugeborene. Dieses Bild ist ganz, ganz anders. Denn diese wunderschöne Aufgabe hat jetzt der Papa übernommen. Josef hat das Kind im Arm. Und das fasziniert mich an diesem Bild. Denn der Josef ist diesmal nicht irgendwo im Hintergrund, sondern er hat sichtbar deutlich Vaterrolle übernommen auf diesem Bild. Er hält das Kind ganz behutsam, er schmiegt es an sein Gesicht. Maria und Josef,
in diesem Bild ein ganz besonderes Paar. Jeder hat seine eigene kräftige Farbe. Bei Josef ist das ja ein leuchtendes, kräftiges Blau. Und Maria ist betont durch die wärmende, wallende Decke. Alle Farben sind sonst in diesem Bild zurückgenommen. Das sind wunderschöne Pastelltöne. Ja, ein Wort an die Herren. Ich denke, das ist ein Bild, was Mut macht. Auch Männer und Väter können sich über ihre Kinder freuen. Und sie können auch noch mehr machen. Sie können auch mit Kindern umgehen. Auch Männer wissen offensichtlich, wie man so ein kleines Bündel hält und vorsichtig trägt. Und schön ist, dass Josef das ganz zärtlich tut. Und sein Sohnemann, er beginnt nicht zu weinen, weil Mama gerade keine Zeit für ihn hat. Frauen und Männer können sich über dieses Bild wirklich freuen. Da teilt jemand Verantwortung mit dem anderen. Ein Ehepaar teilt sich die Aufgaben auf. Und das finde ich so köstlich. Ich weiß von so vielen jungen Männern, jungen Vätern, die sich bewusst ihre Elternteilzeit nehmen, um ganz nah bei ihrem Kind zu sein. Gerade in den ersten Monaten, in den ersten Wochen ihres Daseins. Eine kostbare Zeit, die unbezahlbar ist, die nie wieder zurückzuholen ist. Ja, es ist wunderschön, dass die beiden sich aufteilen. Unsere gute Maria hat mal frei, die kann schmökern und sie lässt sich dabei auch nicht stören. Alle sind zufrieden. Dem Christen ein wunderbares Bild. Kommt aus dem 15. Jahrhundert, aber könnte für mich so etwas wie ja, ein neues Bild für ein neues Rollenverständnis sein, das genau, punktgenau in unsere Zeit hineinpasst. Die gemeinsame Aufgabe, Kinder zu behüten und zu schützen. Maria, die liest in diesem Buch. Ja, was ist das für ein Buch? Wie sagte jemand, vielleicht ein Buch übers Stillen. Dem ist so nicht. Ich vermute, Maria hat ein anderes Buch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein solches Buch ist. Maria hat sich das Alte Testament aufgeschlagen. Und vielleicht ist sie beim Blättern ja genau an der Stelle angekommen, in der der Prophet Jesaja eine fantastische, großartige Verheißung hat, die ja ganz konkret auf ihr Kind, auf diesen Säugling hinweisen soll. Es heißt dort, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais. Auf ihm ruht der Geist des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und ein gerechtes Urteil sprechen den Hilfsbedürftigen im Lande. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein. Und da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber bewachen und der junge Löwe und Mastvieh sind miteinander zusammen. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen wie die Rinder. Und ein Säugling wird hineinfassen in das Loch der Otter. Man wird nirgends mehr Sünde tun, noch Frevel auf seinem heiligen Berg, denn das Land ist voll von Erkenntnis des Herrn. Liebe Christen, vielleicht ist Maria gerade an diese Stelle gekommen. Und wenn Sie gerade zugehört haben, das sind wirklich fantastische Bilder. Ein Bild, das der Jesaja aufruft. Er sieht einen Stumpf, einen gefällten Baum, aber aus diesem kärglichen Rest des gefällten Baumes wächst etwas Neues. Ein ganz winziger Trieb, ja ein Spross, neues Leben. Und dieser Prophet erzählt von jemandem, der Gerechtigkeit und Frieden bringt. Übrigens ein Frieden für Mensch und Tier, ein Frieden in der Versöhnung mit der Schöpfung Gottes.
Das heißt ganz einfach, das ständige Fressen und Gefressenwerden hat endlich ein Ende. Diese Schöpfung Gottes wird nicht mehr durch Gewalt entstellt. Die Welt wird endlich heil. Das ist die Hoffnung. Ja, liebe Zuschauer und Zuhörer, Hand aufs Herz. Klingt schön, die Vision, und vielleicht zu schön, um wirklich wahr zu sein. Ja, wie die Flucht in ein trügerisches Idyll, in eine Kinderzimmerwelt voller Kuscheltiere. Das mit den Wölfen und mit den Lämmern, mit den Kindern und den Schlangen, das mag wohl für diese heilige Nacht, für diesen Moment macht das mal noch stimmen. Aber wir wissen, Weihnachten ist bald vorbei und dann hat die Welt uns wieder ganz in ihrem Griff. Liebe Christen, ich muss an einen Altbundeskanzler denken, Helmut Schmidt. Manche von Ihnen kennen den noch. Helmut Schmidt hat in seiner schnoddrigen Art einmal diesen Satz losgelassen. Wer Visionen hat, der sollte besser zum Arzt gehen. Heißt das nicht ganz einfach? Wir sollten theoretisch auf so Visionen des Jesais verzichten. Und genau an der Stelle bin ich anderer Meinung. Ich brauche diese Hoffnung des Jesaja. Ich brauche diese Vision von einer besseren, einer neuen, einer heileren Welt. Ich brauche auch die Provokation, die dahinter steckt. Diese Herausforderung an Sie und auch an mich. Diese Vision ist mir nicht suspekt. Suspekt sind mir manchmal die sogenannten Realisten, die den Traum von einer Veränderung dieser Welt schon längst begraben haben. Ja, ich brauche diese Hoffnung des Jesaja. Ich brauche Weihnachten, ich brauche diese heilige Nacht mit Ihnen, dieses Fest, in der die Sehnsucht nach einem gelingenden, nach einem heilen Leben endlich in uns wachgerufen wird. Die Sehnsucht nach einem Neubeginn, ja wie bei der Geburt eines kleinen Kindes, ganz speziell dieses Kindes im Stall zu Bethlehem. Liebe Christen, eine Elendshütte am Rande der Welt, ein winziger Stall. Dort wird dieser Jesus geboren. Und er wird sich später als erwachsener Mann dieser Realität, dieser Welt stellen. Und er wird unbeirrt seinen Traum von einer neuen, von einer heilen Welt, wird er verwirklichen. Er geht dorthin, wo es wirklich weh tat. Er sah den Hunger der Bedürftigen, er sah den Durst der Ausgedörrten, die Wunder der Aussätzigen und den stumpfen Blick der Erschöpften. Und dort, wo dieser Jesus kam, da bekamen die Menschen neuen Mut. Da spürten sie etwas vom Kommen des Reiches Gottes. Da bekommt diese Vision, die sie gerade gehört haben, endlich wieder Hand und Fuß. Liebe Christen, wie sagte nochmal Helmut Schmidt? Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich meine glatt das Gegenteil. Ich denke, wer keine Hoffnung mehr hat, der hat es schwierig in dieser Welt. Diese faszinierende Botschaft dieser Nacht, Friede allen Menschen guten Willens, ein Wohlgefallen. Die Christen, wir dürfen mithelfen, mitbauen, dass sich diese Welt verändert, dass etwas mehr von dieser Liebe Gottes spürbar ist. Liebe Christen, Weihnachten ist nicht die Flucht in ein Idyll. Ganz im Gegenteil. Weihnachten hält diesen Traum einer neuen Schöpfung in uns wach und fordert uns auf, mitzuwirken an dieser Hoffnung. Ja, an dieser Stelle möchte ich die Lektüre der Maria beenden und noch einmal auf das Bild schauen, nämlich auf unseren Josef ganz zum Schluss. Ich hätte beinahe wieder vergessen, wie alle Zeichnungen den Josef so an die Seite machen. Dieser Josef spielt liebevoll mit dem Kind. Er hält es fest. Wir sehen diesen Josef von seiner wirklich väterlichen und warmherzigen Seite. Aber wir wissen, wie es weitergeht. Dieser Josef wird träumen. Und er wird in diesem Traum ja der Botschaft eines Engels folgen. Josef wird noch in dieser Nacht seine Maria wecken und den Esel mitnehmen, der neben ihm steht, als wüsste dieses Tier schon mehr als der Mensch. Josef und Maria und das Kind
werden sich auf den Weg nach Ägypten machen. Und durch die Flucht entgehen sie dem Tötungsbefehl des König Herodes. Für dieses Mal ist er noch gerettet. Aber jetzt noch, in diesem Moment, in dieser heiligen Nacht, sind alle umgeben von einer weihnachtlichen Stille. Da sind Engel, da ist ein Vater, da ist eine Mutter, da ist das Kind in der Krippe und da ist Gott. Liebe Christen, liebe Zuschauer, lassen Sie diesen Moment in unserem Herzen bewahren und lassen Sie uns diesen Moment voller Freude miteinander feiern. Amen. Lass uns jetzt unsere Fürbitten, unsere Anliegen vor unseren Herrn tragen. Lebendiger Gott, wir feiern dein Kommen in unsere Welt und zu uns Menschen. Was dunkel in uns ist und um uns, dies alles steht nun in deinem Licht, dem Licht deiner Liebe und Gegenwart. Denn durch Christi Geburt bist du unser Bruder geworden und hast dich unwiderruflich an unsere Seite gestellt. In dieser Gewissheit treten wir vor dich hin mit unseren Bitten. Wir bitten dich für alle Menschen, deren Leben von Finsternis umfangen ist, für alle, die bedrückt sind von der Last ihrer Ängste und Sorgen. Wir denken an diejenigen, die einsam und allein sind in diesen Tagen. Lass sie deine Nähe erfahren. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für die kranken und alten Menschen in den Kliniken, Altenheimen, Pflege- und Intensivstationen und für alle, die sich um sie kümmern. Lass einen Strahl deines Lichts auch zu ihnen dringen. Gib ihnen Hoffnung und das Vertrauen auf deine bleibende Gegenwart und Treue. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns.
Wir bitten dich für alle Menschen, die in Hass und Feindschaft miteinander leben. Lass sie einen neuen Anfang wagen und Wege finden, aufeinander zuzugehen. Lass Frieden und Gerechtigkeit überall dort wachsen, wo Menschen bedroht, benachteiligt und ausgebeutet werden. Schütze alle, die unter dem Eindruck von Krieg und Gewalt leben müssen. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Wir bitten dich für deine Kirche in ihren vielen Konfessionen. Lass sie sich von ihren Wurzeln her erneuern und das Geheimnis deiner Gegenwart neu entdecken. Stärke die Bereitschaft zur Verständigung. Lass uns gemeinsam deinem Ruf folgen und in dir den Weg und das Ziel unseres Lebens erkennen. Gemeinsam rufen wir zu dir, Herr, erhöre uns. Wir danken dir, Herr, unser Gott, dass Dunkelheit und Angst nicht das letzte Wort haben. Weihnachten sagt uns, dass wir in deinem Licht leben dürfen, nicht nur während der Feiertage, sondern auch darüber hinaus. Du kannst alle Traurigkeit in Freude verwandeln. So lass uns Träger des Lichtes und Boten deines Friedens sein, damit die ganze Welt deiner Ehre voll wird. Dir, dem dreieinigen Gott, sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. In der Krippe strahlte sie an. Wir ziehen hinter ihnen her und bitten, wandle uns zu glaubenden Menschen, die ihre Hoffnung auf das neugeborene Kind niemals aufgeben. Wandle die Gaben von Brot und Wein zu Zeichen seiner bleibenden Liebe. Das ist unsere Weihnachtsbitte durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Es ist in Wahrheit würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn Fleisch geworden ist das Wort. Und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen, zu dem, was kein Auge je geschaut hat. So vereinen wir uns mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres zu deiner göttlichen Herrlichkeit. Amen.
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Und so kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche diese hochheilige Nacht, in der Maria uns den Erlöser, den Heiland, den Retter geschenkt hat. Durch ihn bitten wir dich jetzt, sende deinen Geist auf diese Gaben hier herab, heilige sie, dass sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis immer wieder miteinander zu feiern. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und er sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot. Er sagte dir, seinem Vater im Himmel Dank, er brach es, er reichte es seinen Jüngern und er sprach: Jetzt nehmt es alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ein Hauptmann Gott. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch mit Wein, er dankte wiederum, er reichte ihn seinen Jüngern und er sprach: Jetzt nehmt, trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dies ist das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod verkünden wir. Und so, gütiger Vater, feiern wir nun das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und wir bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns jetzt in dieser Feier Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Wir bitten für deine Kirche auf der ganzen Welt. Vollende dein Volk im Glauben, in der Liebe, in der Zuversicht. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Hans Josef, mit allen, die zu einem Dienst in dieser Kirche bestellt sind, und dem gesamten Volk deiner Erlösten. Guter Gott, wir bitten in diesem Gottesdienst, in dieser heiligen Nacht, für all unsere lieben Verstorbenen. Herr, nur du allein weißt um ihren Glauben, ihre Liebe. Schenke ihnen jetzt das Leben, das du verheißen hast. Nimm sie auf, lass sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Und wenn unser eigener Weg dann einmal zu Ende geht, dann nimm auch uns auf. Lass uns in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, den Heiligen und all den Menschen, die dich gesucht und dir vertraut haben, dich in deiner ganz neuen Welt loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir heißen Kinder Gottes und wir leben aus dieser Beziehung, der liebevollen Zuwendung eines Gottes, der uns nah sein möchte. So dürfen wir Antwort geben auf die Liebe, die uns geschenkt wurde. Wir dürfen beten, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ja, erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Schenke du Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voller Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Als Christus geboren wurde, da verkündeten Engel einen Frieden auf Erden,
Ein Frieden, den die Menschen nicht machen können. Ein Friede, der von Gott ausgeht. Und so bitten wir jetzt, Herr Jesus Christus, starker Gott, Friedensfürst, sieh nicht auf unsere Schuld, erkenne unseren Glauben und schenke uns und den Menschen dieser Welt deinen Frieden. Und so sei dieser Friede, der vom Herrn ausgeht, allezeit mit euch. Lamm Gottes. Und nun seht, Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde dieser Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ein Licht strahlt heute über uns, denn geboren ist uns der Herr. Und man nennt ihn starker Gott, Friedensfürst, Vater der kommenden Welt. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Thank you.
Lasst uns beten. Barmherziger und guter Gott, von Engeln haben wir uns sagen lassen, wer das Kind in der Krippe ist. Dein Sohn, das freie und schönste Geschenk deiner Liebe. Was die Engel sagen und singen, das lass in uns nachklingen und stark werden, damit wir bei allen Misstönen und Schreckensnachrichten nicht verzweifeln an deiner Liebe und Treue. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, das Kind in der Krippe, unseren Bruder und Herrn, der lebt und liebt für Zeit und Ewigkeit. Ja, am Ende dieses Gottesdienstes möchte ich Danke sagen. Bei einem Spielfilm wäre das jetzt der Abspann. Ich möchte Danke sagen ganz vielen Leuten, ohne die dieser Gottesdienst nicht denkbar gewesen wäre. Mein Blick nach rechts. Brigitte Krause, Roland Mischede. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ihr mich schon begleitet, zu diesen besonderen Gottesdiensten. Ich habe das heute auch wieder getan, an diesem Ort. Ich bewundere, dass eure Finger da nicht eingefroren sind. Euch erstmal ganz lieben Dank für die Treue, für eure Begleitung. Ja, zu meiner Rechten die Bläser von Spontan. Schön, dass Sie so schnell eingesprungen sind. Eigentlich hätten wir so einen Gottesdienst für die ganz Kleinen, so einen Krabbelgottesdienst gemacht, jetzt Christmette mit Ihnen. Ganz, ganz lieben Dank Ihnen. Ja, und dann bin ich hier bei diesem Ort, diesem außergewöhnlichen Ort, bei dem ich mir nie habe träumen lassen können, dass wir hier mal Gottesdienst feiern, weiß Gott nicht. Ja, ich möchte mich bedanken bei unseren Gastgebern, die diesen Raum so gestaltet haben. Dorothea und Wilhelm Schulte-Remmert als Gastgeber, Hausherren, die uns diesen Ort ermöglicht haben. Und das war nicht so ganz schnell getan, mal alles rauszukramen und diesen Raum so herzurichten. Ihnen beiden ganz, ganz herzlich Dankeschön. Damit dieser Raum so fertig werden konnte, gab es ein Riesenteam. Ich habe mich am Samstag selbst davon überzeugt,
wie viele hilfreiche Geister hier waren, um diesen Raum so zu gestalten, wie wir ihn haben. Ein Arbeitsteam, es wird ein bisschen lange dauern, wenn ich die Namen alle nennen würde. Ich möchte mal nur den Jüngsten nennen, der damit geholfen hat. Das war nämlich Aidan Brink. Der hat damit aufgeholfen, die Krippe aufzubauen. Alle haben angepackt, dass dieser Gottesdienst hier so gefeiert werden konnte. Ja, das ganze Projekt begleitet durch unsere Gremien, Kirchenvorstand und auch Pfarrgemeinderat. Da möchte ich mal für alle, die angepackt haben, die mitgedacht haben, die mitgesorgt haben, nur die beiden nennen, Theo Husemann und Bernhard Maivis, stellvertretend für alle. Lassen Sie mich trotzdem am Ende dieses Gottesdienstes noch einmal ein dickes Dankeschön sagen. Sie alle hat in diesen Tagen der Weihnachtsgruß erreicht. Der war mir wichtig und ich habe so viele positive Reaktionen bekommen, dass ich weiß, dass wir es richtig gemacht haben. Viele, die gesagt haben, wir haben das mit großer Freude gelesen. Manche sagten schon, bei Seite 15 werden auch Tränen geflossen. Ich sage einfach Danke, die in der Redaktion mitgemacht haben, aber auch all die Gemeindemitglieder, die sich gemeldet haben. Ich habe jetzt einen ganzen Gottesdienst, das Wörtchen Corona, vermieden, aber Sie haben gesagt, wie Sie diese schlimme Zeit erlebt haben, im Stillstand. Und aus diesen Rückmeldungen haben Sie etwas von dem Herzschlag dieser Gemeinde erleben dürfen, von dem Engagement, von der Freude, hier mitzumachen. Das tat richtig gut. Danke allen, die sich gemeldet haben. Jetzt denke ich mir, nicht nur dieser Raum ist wunderbar hergerichtet, sondern auch unsere Kirchen. Rixbeck, Esbing, Dedighausen, sie sind bereitet worden. Es war die Frage, lohnt sich das, Weihnachtsbäume aufzustellen, Krippe? Also ich bin mir ganz sicher, das, was ich heute erlebt habe, war ein Kommen und Gehen in der Esbecker Krippe. Viele junge Familien, die mit ihren Kindern kamen, die vor der Krippe aushielten, mit denen ich ein kurzes Gespräch führen konnte. Ich möchte den ganzen Teams Danke sagen. Ich denke jetzt zunächst hier an die Rixbecker, Kunibert Grote und seine Anneliese, hier für Dedinghausen, Marianne Husemann und ihren Theo und in Esbeck unser lieber Heinz Schweins mit seiner Waltraut. Sie alle sorgen dafür, dass diese Kirchen so sind, wie sie jetzt letztlich auch bewundern dürfen. Ja, damit möchte ich verbinden eine Einladung. Ja, diese Scheune hier ist offen für Sie. In diesen Tagen der Weihnacht können Sie kommen. Kommen Sie, machen Sie so eine kleine Krippentournee von hier rüber zur Kirche und vielleicht zurück. Lassen Sie sich verzaubern hier durch diese Atmosphäre, durch diesen besonderen Ort. Kommen Sie, ja, in der Kirche können Sie auch eine Kerze anstecken. Hier wäre das nicht ganz so sinnvoll, aber lassen Sie sich einfach verzaubern von diesem Ort. Die Kirchen sind für Sie offen. Ja, und dann nochmal ein dickes Dankeschön in diese Richtung. Ja, das ist ja schon ein technischer Aufwand, über den ich nur gestaunt habe. Ja, da ich nicht ganz so technikaffin bin, kann ich nur stille werden von dem, was da möglich war. Jetzt sage ich mal ein dickes Dankeschön hier an Sound & Vision, und zwar in Form von Thomas Schmidt und Frederik Schwede und Jennifer Kuhnau. Ihr habt ja dafür gesorgt, dass das, was wir hier miteinander gefeiert haben, in ganz, ganz viele Haushalte jetzt hineingestrahlt werden kann. Ich möchte Ihnen dafür ganz lieben Dank sein, für diese Perfektionalität und auch diese Professionalität, die Sie uns geschenkt haben. Erlauben Sie mir ganz zum Schluss noch eine persönliche Meinung. Diese schwierige Zeit hat mich diese Gemeinde noch mal ganz neu erleben lassen. Ich habe erlebt etwas von dem Zusammenhalt dieser Gemeinde, wie diese Gemeinde zusammensteht und auch aus Herausforderungen, aus schwierigen Zeiten etwas macht. Also keine Resignation, sondern zusammenstehen, die Überlegung, wie können wir reagieren, was können wir auf die Beine stellen, was ist machbar. Das hat mich in diesen Tagen wirklich beeindruckt. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal Danke sagen für Sie alle, die Sie mitgeholfen haben, diese Zeit durchzustehen, auch eben als Kirchengemeinde. Und vielleicht eine ganz persönliche Bemerkung noch zum Schluss. Nach 28 Jahren in dieser Gemeinde
möchte ich das einfach sagen. Es ist das ganz große Glück, bei Ihnen, Seelsorger, Pastor und einfach Ulrich Möller sein zu dürfen. Es ist das große Los meines Lebens. Ich habe so ein bisschen meiner Mutter Möller zu verdanken, die noch vor Esbeck sich die Kirche angeschaut hat und von dem blühenden Narzissen auf dem Kirchplatz so fasziniert war, dass sie sagte, Junge, dorthin musst du dich melden. Und ich bin auf diesen bescheidenen Hinweis eingegangen und den Rest der Geschichte, den kennen Sie jetzt schon seit etlichen Jahren. Ja, Ihnen noch einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön und einfach ein Danke, dass ich in Ihrer Mitte ja den Glauben leben und auch immer wieder gestalten kann. Ja, ich entlasse Sie in diese heilige Nacht. Ich mache das natürlich ja mit den besten Wünschen und der Hoffnung. Der innigste Wunsch, den wir so oft gehört haben, kommen Sie wirklich gut und gesund durch diese Zeit. Passen Sie auf sich auf und versuchen Sie verantwortlich, jetzt auch dieses letzte Stück dieser schwierigen Zeit noch zu gestalten. Wir hoffen einfach auf ein gesundes, auf ein gutes, ja ein neues Jahr, das wir bald miteinander beginnen werden. Ja, und die letzte Einladung, ganz zum Schluss hören wir natürlich O du Fröhliche. Und Sie sitzen jetzt an den Fernsehern in Ihren Wohnungen und spätestens jetzt wäre die ideale Möglichkeit, dass Sie kräftig mit einstimmen. O du Fröhliche, es hat uns gefehlt, aber es ist nicht minder schön, wenn Sie das jetzt zu Hause im Kreis Ihrer Lieben, Ihrer Familie singen. Ich möchte Ihnen wirklich von ganzem Herzen ein gesegnetes und auch hoffnungsvolles, frohes Weihnachtsfest wünschen. Und da wir uns ja so ganz schnell nicht über den Weg laufen, einen guten Jahreswechsel und ein gesundes, gutes und frohes neues Jahr. Bitten wir den Herrn um seinen Segen, um seinen Beistand. Der Herr sei mit euch. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und er schenke euch seinen Frieden. So segne euch und all die Menschen, für die ihr Sorge und Verantwortung habt, der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehen wir hin, bringen wir Frieden. O du Fröhliche!